So, heute mal wieder Movie von mir. Recht schönen guten Morgen, Deutschland. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter. Und ja, da fangen wir mal an. Heute ist in Thailand Feiertag. Heute ist einjähriges Jubiläum von dem Krönungstag des Königs, König Nummer 10. Schöne Krise gehen raus, aber die gab alles, dass alles gesund und munter bleibt. So, das Alkoholverbot wurde aufgehoben. Ich habe im Vorfeld ja ein Video reingemacht. Und ihr seht ja, was da los ist. Und es ist so, weil heute Feiertag ist, heute gibt es wieder kein Alkohol. Also gestern wurde Alkohol konnte man Alkohol kaufen, heute gibt es keinen und morgen gibt es wieder welches. Es ist immer so, dass zum Feiertag, damit man auch dem König huldet, kein Alkohol gibt, weil sonst wird ja hier nur getrunken. Ihr habt es gesehen, es gibt Riesenstreitereien, Schlägereien. Die Thais tun halt feiern. Immer mit Alkohol. Das ist nicht so wie bei uns, dass wir gemütlich in die Gaststätte gehen und ein Bierchen trinken und schwatzen. Nein, sie müssen sich mit aller Gewalt schnell zutrinken und dann fallen sie um und so. Man kann dann froh sein, wenn sie keinen Streit anfangen. So, zur allgemeinen Situation in Thailand. Es werden Straßensperren aufgehoben, man kann nach Hause fahren. Vor allen Dingen gilt das für die Großstädten, die Personen können in die Provinzen fahren, allerdings wird davon abgeraten. Und man kann jetzt nach Hause fahren, aber wenn es Wochenendurlaub wird und man kommt zurück, muss man in die 14-tägige Quarantäne. Man will das hier ein bisschen vermeiden, dass hier hin und her gefahren wird und dass sich der Virus ausbreitet. Es ist auch so, dass kleinere Flughäfen jetzt schon aufmachen, Inlandsflüge erlaubt sind. Demnächst wird auch Bangkok wieder aufmachen, der Savannah Bumi Flughafen. Allerdings wird davor gewarnt, dass jeder gleich nach Hause fliegen will. Man soll sich erst erkundigen, ob man überhaupt in diejenigen Länder fliegen darf. Es gibt einige Länder, wo noch Einreiseverbot ist und dann darf man natürlich nicht hin und fliegt nicht. Und man möchte nicht, dass zu viele Leute den Flughafen überfluten. So. Es ist so, dass man schon eine Lockerung macht, dass einige Geschäfte wieder aufmachen dürfen, aber Plätze, Großveranstaltungen, risikoreiche Plätze werden zugelassen. Dazu bis zum 31.05. Dazu zählen Unterhaltungen, Museen, Parks, Gyms, also alles, wo mehrere Menschenmassen auftreten können. So, in Bangkok ist so, dass, ihr wisst ja, es wurde eine Soforthilfe angeboten von 5.000 Baht an jeden Thai. Jetzt ist es so, dass natürlich die Gelder ganz schön knapp werden, die Gelder nicht so zur Verfügung stehen und dass viele noch nicht ausbezahlt worden sind. In Bangkok sind jetzt die ersten paar tausend Menschen auf die Straße, weil es gibt ja wirklich, in Bangkok gibt es so keine Essensausgabe, nur in geringen und die Leute wirklich schon am Hungern sind. Es ist traurig, aber auf der anderen Seite, was will die Regierung machen?
so viel Gelder sind halt nur nicht einfach da. Und die Millionäre in Thailand, wir haben ja nicht so viele Millionäre, wir haben glaube ich 88 Millionäre, die das finanzieren müssen mit. Und die sind halt schon besorgt, andere Spenden zu erreichen. Also müssen die Leute noch ein bisschen warten, aber es ist eben schwierig. So, noch was zum Thema Schule. Es war ja jahrelang so, dass, also in Thailand ist so, in Thailand ist Schuluniformpflicht und kurze Haare. Ich glaube so bis hierher, also die Zentimeterzahl kenne ich nicht genau, bis hierher. Das hatte den Grund, es ging um Vergewaltigung und sowas. Und wenn man auch ein Kind sieht, oder wo man denkt, die ist 18 und die hatte kurze Haare, dann wusste man, sie ist noch schulpflichtig, also sie ist keine 18. Das heißt, in Thailand ist ja so, in Thailand gilt das ja nicht ab 18, in Thailand ist ja man ja erst erwachsen ab 20 Jahren. So, das zum Thema allgemeine Informationen. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Die Barbetriebe und Restaurants, die müssen natürlich noch ein bisschen warten. So wie die Sache aussieht, wird es diesen Monat nichts. Ich hoffe, dass es nächsten Monat wird. Geplant war eigentlich August. Dass da jetzt mal ein bisschen Geld reinkommt, aber wir müssen halt abwarten. So, wir machen erstmal Berichterstattung Schluss und ich melde mich gleich nochmal. So, da ist er wieder. Und zwar geht es jetzt nochmal in eigener Sache. In meinem Leben, also es ist ja so, dass immer mal wieder die Jugend neue Wörter erfindet oder neue Sachen und die Zeit ist halt rasend schnell. Wir haben früher selber drüber gelacht, wenn Vater und Mutter mit ihrem Telefon oder WhatsApp nicht zurechtkommen. Ist eben so, wie es ist. Ich habe auch manchmal jetzt, dadurch, dass ich mich ja 8 Jahre nicht so gekümmert habe, war ich jetzt auch ganz in Schwierigkeiten, was ist. Und ja, ich erkläre das jetzt mal. In meinem Leben gibt es Bekannte, Freunde, gute Freunde und Homies. Was Bekannte und Freunde und gute Freunde sind, wisst ihr ja, und ein Homie ist ein 100% safe. Das heißt, ein es ist Best Friend, würde man in Englisch sagen. Wo man auch weiß, die kann man auch mal ein Jahr nicht sehen und trotzdem, die sind Steher, die sind da für dich, die, ich will mal so sagen, die würden sofort in den Flieger steigen und wenn ich Probleme hätte hier und würden hierher fliegen und würden mir helfen. Solche Leute, wo man, ja zum Beispiel, wenn ich meine Homies besuche zu Hause, dann kann ich, wenn ich reinkomme, gehe ich an den Kühlschrank, auf, kann was essen und keiner sagt was, alles ist easy, alles in Ordnung, alles ist safe. So, ich werde heute mal ein paar Homies grüßen. Erstmal ein paar traurige Sachen. Meine Homies Daddy und Ralle. Grüße gehen raus an die Hinterbliebenen. Tut mir sehr leid, mein Beileid ist echt traurig, dass man so früh Abschied nimmt. Und ja, was soll ich sagen? Ne? So, dann an meine Althomies, Sandra, Grüße gehen raus. Hanno und Johnny und Dick Mayo, Grüße gehen raus. Und natürlich Stöcki Hamburg. Ich habe ein paar neue Homies, das wären Holger und George aus Gießen, Grüße gehen raus. Und natürlich Jörg aus Waldheim. Ich grüße alle, freue mich, dass ich euch überhaupt kennenlernen durfte, dass wir so gut alles so durchs Leben gehen. Ich kenne ja meine alten Homies schon aus Kindergartenzeiten zeitweise. Und ja, das wollte ich jetzt nur mal loswerden und grüßen. So. Wenn ihr meine Videos weiterhin sehen wollt, dann wäre es am günstigsten, ihr abonniert mich, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch nicht gefallen hat, guckt andere Leute an und ansonsten, wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, dann macht ihr noch die Glocke. Ihr wisst, am Anfang bin ich immer durcheinander gekommen und habe es immer mal vergessen, aber das Wichtigste ist, dass ihr mich abonnieren tut.
Ja, in dem Sinne, bis. And for all people have the eating of the world und bleibt mir alle gesund und glücklich. Bis die Tage. Ich denke bis morgen. Bye bye.